So, hier mein Video von Highsef Valley vom Rennen, 5 Runden. Jetzt sind wir mal in der Qualifikation, jetzt geht's los. Ich bin da an erster Stelle blockiert. Jeden Start, ich spiele eigentlich immer so. Das ist halt der Altlast von der Formel 1. Das 2-Rennformat, bin ich mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist, aber es ist ein extrem schweres Rennen, aber mir gefällt es halt diese bergartigen Rennen. Wir haben die erste Kurve gefunden. Das ist jetzt sehr schwer da. Der Fahrer andere Fahrtechnik hat. Normalerweise hätte er nicht davor fahren müssen. Ich glaube schon am Vorsprung gehabt. Das ist aber eine sehr blöde Stelle. Ich finde das echt sehr gut konstruiert mit dem Tunnel. Ziemlich schnell über die fünfte, nämlich hier. Aber man kann da nicht ganz voll fahren. Wo der Bremspunkt hier ist, ist also immer ein Rätsel. Ist man ein bisschen zu früh bremst. Ist jetzt schon erst spät. Das ist eigentlich meine schwächste Stelle, die kommenden. Da sind wir noch. Wie es jetzt ausschaut, ist der eh sehr schwach.
Leute im Weg standen. Ja, das muss ich immer ziemlich rechts halten. Das wird mir irgendwie so. Und das.
Aber die Zeit nicht verbrennt, natürlich. Nein, natürlich. Ich weiß natürlich nicht, in welche Geschwindigkeit ich da reinfahren muss. Normalerweise muss man ja tatsächlich die Geschwindigkeit einhalten. Das tut mich automatisch einbremsen. Stopp, Tempo. Da, wo steht das? Automatisch einbremsen. Dadurch ist es ein bisschen spannender, wenn ich es gefahren, weil ich ja eher so langsam einzuholen beginne. So, eine vierte Runde ist eigentlich schon ziemlich weit. Also am Anfang ist es so praktisch zwei Runden noch. Wenn er noch zu gewinnen ist.
Go! Was hat er jetzt eh denn? Geschwindigkeitsbegrenzer, also darf ich keinen Eisdruck mit Nussstrafen kriegen. Das ist nicht hundertprozentig verstanden. Den habe ich zuerst nicht drin gehabt, das stimmt schon. Vielleicht war das am Anfang, wo ich schnell reingefahren bin. Ich hab's euch zumindest spannend gemacht. So, das zweite Rennen werde ich euch ersparen. Danke fürs Zuschauen.